Nächste Aufgabe. Schreiben Sie ein Programmrechner, das zunächst zwei Zahlen und dann einen Buchstaben, ein Operatorzeichen einliest, das Ergebnis berechnet und dieses ausgibt. Dieses soll sich wiederholen, bis der Nutzer als Operator ein Q für Quit eingibt. Also wenn ich das Programm starte und der Benutzer gibt beispielsweise ein minus 23 und 2 und den Operator mal, dann soll minus 23 mal 2 berechnet werden und es soll minus 46 ausgegeben werden. Bis irgendwann der Benutzer als Zahlen beliebige Zahlen eingibt und als Operator das Q-Zeichen. Auch das schauen wir uns mal einem Beispiel in Eclipse an. Hier das Programm. Wir sehen, als Operatoren sind zulässig plus, minus, mal, dividiert durch und der Modulo-Operator. Zum Programm aber hinterher mehr. Wollen wir uns einfach nur mal anschauen, was dieses Programm letztendlich tun soll. Ich gebe eine Zahl ein, 23, und eine zweite Zahl, 34, und als Operator die Multiplikation. 23 mal 34 ist 782. Ich gebe als Zahl ein 3 und als zweite Zahl 4 und berechne die Summe. Dann kriege ich 7 raus. Oder ich gebe als Zahl ein 4 und als zweite Zahl 78. Und berechne die Differenz von 4 und 78, ergibt minus 74. Dann breche ich das Programm mal ab, indem ich als Operator Q eingebe. Das Programm ist beendet. Schauen wir uns jetzt das Programm mal an. Hier ist das Programm aufgeführt. Das heißt Rechner, hier ist die Main-Prozedur. Und ich habe jetzt hier eine Endlosschleife, könnte man annehmen. While true. Die endet hier. Aber ich finde hier unten ein Break-Hauptprogramm und habe meine Endlosschleife mit Hauptprogramm belabelt. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, diese Endlosschleife zu verlassen über das Break. Sowas ist also durchaus gültig und auch gängige Praxis. While true und dann ein Break. Also ich benenne hier das Programm, meine Schleife mit Hauptprogramm. Und lese hier zwei Zahlen ein. Und den Operator als Charakter. Und jetzt mache ich einen Switch über den Operator und gucke mir die Felder an. Plus, minus, mal, dividiert durch Modulo und Q. Und dann habe ich noch den Default-Fall. Im Fall plus wird berechnet Zahl 1 plus Zahl 2 und auf dem Bildschirm ausgegeben. Und es erfolgt ein Break. Das heißt, es erfolgt ein Sprung nach hier unten und es werden erneut zwei Zahlen eingelesen. Wenn als Operator ein Minus eingegeben wurde, wird berechnet Zahl 1 minus Zahl 2. Wenn ein Mal eingegeben wird, wird Zahl 1 mal 2 berechnet, Zahl 1 dividiert durch Zahl 2 und Zahl 1 modulo 2. Falls der Benutzer ein Q eingibt, erfolgt ein Break-Hauptprogramm. Das heißt, diese Schleife wird verlassen und damit ist das Programm beendet. Ganz wichtig, hier steht Break Hauptprogramm, das führt dazu, dass diese Schleife verlassen wird. Und hier steht ein Break, das führt dazu, dass das Switch verlassen wird. Wenn der Benutzer andere Zeichen als diese eingibt, wird der Default-Fall aktiv und es wird auf dem Bildschirm ausgegeben ungültiger Operator. Das Break kann man auch im Prinzip hier weglassen.